Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Griefer Games Video. Heute wollte ich euch zeigen, wie ich generell versuche, ich sage mal jetzt in nächster Zeit ein bisschen mehr Kohle zu verdienen. Und dazu gehört das Orb-Farm, Leute. Falls ihr das Orbs mit den Orbs nicht kennt, ist ganz einfach. Ihr habt hier einen Händler, auf jedem City-Bild kommt ihr mit POH dahin. Der steht meistens in der Nähe vom Spawn. Und dann könnt ihr hier Sachen zum Beispiel eintauschen. Wieso werde ich den jetzt immer weggeschlagen? Händler? Das finde ich jetzt nicht so nett. Zum Beispiel kann man hier zum Beispiel Kürbisse, man kann hier auch Holz eintauschen. Man kann ja gefühlt alles eintauschen. Und ich will euch erklären, wie ihr am besten Orbs farmen könnt und somit euch hier beim, wo ist er denn? Beim Verkäufer, denn sage ich mal zum Beispiel, solche Dinger hier holen könnt, wie eine Orb, Spitzhacke, etc. Die kosten im Moment schon recht viel. Ich denke, dass sie noch weiter sinken werden in nächster Zeit, weil es einfach so ist. Umso mehr es davon gibt, umso mehr werden die sinken. Die Nachfrage ist im Moment nach denen auch nicht so hoch. Ist klar, dass der Preis dann halt immer weiter sinkt, Leute. So, diese Partikeleffekte generell, denke ich, werden nicht sinken, weil man die halt platziert im Moment. Und das ist halt schon, ja, ich sag mal nicht gerade günstig mit diesen Orbs hier, 25 Millionen. Und wenn man hier sieht, was man so bekommt für einen Kürbis, muss man schon ganz schön was machen, um ja, das gut hinzubekommen, um auch so viel Orbs abgeben zu können. Für mich lohnt es sich persönlich nicht, die Orbs hier hinzumachen, weil ich persönlich andere Methoden habe, um schneller an mein Geld zu kommen. Weil ich generell gerne farmen gehe, Materialien farmen, unterschiedlichstes. Und die Startseite, hier könnte man zum Beispiel sehen, wie viele Orbs man hat. Oder? Ja, oder welcher Rang man gerade ist. Dein Score zum Beispiel, Top Score, was jetzt hier die Top-Liste ist, wer hier also am meisten abgegeben hat zum Beispiel. Und ich will euch einfach mal zeigen, wie ihr einfach auf Nature zu einem bestimmten Plot gehen könnt und dort die Sachen nehmen könnt und hier vorne, sage ich mal, gegen Orbs eintauschen könnt. Zum Beispiel Zuckerrohr oder Kürbisse. So, ihr geht einfach zu diesem Plot hier. Das habe ich auch erst neulich rausgefunden. Mir hat das jemand im Forum geschrieben. Also falls ihr auch irgendwelche Fragen habt, guckt euch erstmal mein Tutorial zum Forum an. Weil das Ding ist, ohne das Forum ist, seid ihr so ein bisschen auf Griefer Games aufgeschmissen. Da könnt ihr zum Beispiel fragen, wenn ihr Hilfe braucht. Falls ihr nicht wusst, wo eine gute Community-Form ist, könnt ihr da immer gerne fragen. So, und zwar ist es, dass ihr hier einfach hingeht zu diesem PA. Ich blende es hier nochmal ein. Ich weiß auch, ich kann den Namen irgendwie nicht aussprechen, deswegen nicht wundern. Dann nehmt man sich hier zum Beispiel eine DK Zuckerrohr, wenn ihr jetzt mal gerade welches da wäre, was gerade nicht der Fall ist. Ja, normalerweise ist das eigentlich alles voll. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt ist. Kann euch nicht sagen, warum das jetzt im Moment leer ist. Weil normalerweise füllen die das eigentlich immer auf, sodass hier genug drin ist. Sind hier wenigstens noch Melonen drin? Ja, hier sind noch Melonen drin. Ihr könnt zum Beispiel jetzt auch die Melonen nehmen. So. Die kann man jetzt nicht direkt eintauschen. Aber was man machen kann und was man machen sollte ist, man könnte jetzt zum Beispiel Melonenblöcke craften. So. So, so und so. Dann hat man jetzt hier so ein Stack Melonenblöcke, Leute. Und die, generell, die sind auch zum Bauen, glaube ich, recht gut. Melonenblöcke gehen immer recht fit. So, und wartet mal, dann nehmen wir uns hier mal noch ein bisschen was raus. Ihr seht, Melonen sind hier genug vorhanden. Das andere ist im Moment halt nur aus, weil hier wirklich viele Leute wegen den Orbs einfach hingehen. Oder der Betreiber der Form, schätze ich mal, benutzt es auch öfters mal, um hier einfach das mit den Orbs zu machen. So, dann hat man jetzt zum Beispiel diese drei Stacks. Das müsst ihr euch das vorstellen, wenn man ein Inventar davon voll hat und das hier einfach mal so craftet und dann eine DK verkaufen geht. Das dauert halt schon seine Zeit, aber ich finde, für generell für Anfänger lohnt sich das eigentlich recht schon gut hier. Hier kann man schon was machen. Und dann gibt es hier noch eine Villager-Farm, die sich jetzt auch gerade das erste Mal. Verschiedene Villager, die haben euch nicht zu interessieren, weil das sind eigentlich, ich finde, das sind Kack-Villager, muss ich ganz ehrlich so sagen, weil die trainen für mich nichts Gutes. Was hier wirklich die guten Villager sind, sind halt diese Verzauberungs-Villager, weil die können euch gute Sachen wie Behutsamkeit und so trainen. Dazu mache ich auch später nochmal ein extra Video, zum Beispiel Dorn für 13, Leute. Wer tradet bitteschön Dorn für 13? Das ist krank. Behutsamkeit für 5, ja, das könnte man alles verkaufen, auf Spitzhack machen, hast nicht gesehen. Also falls ihr irgendwelche Verzauberungen braucht, geht hier hin, holt euch ein paar Emeralds, kosten ja nicht so viel und dann kann man das ja mal eben schnell machen. Und hier ist eine Karte von, eine komplette europäische Karte, eine Weltkarte ist anscheinend gerade ein bisschen verbuggt. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder mit POH zum Orbhändler, also POH, OH einfach. Und dann können wir hier drauf gehen, können wir mal verkaufen. So, wie ihr seht,
Jetzt habe ich hier für die 3000 Orbs, ist jetzt gerade ein bisschen wenig, muss ich sagen. Da gibt es natürlich bessere Methoden. Normalerweise, wenn man hier Kürbisse verkauft, kriegt man aus einem Inventar das raus, kriegt man aus einem Inventar 6000. Was man jetzt zum Beispiel auch noch machen könnte, wie habe ich auf meinem ersten GS zum Beispiel gemacht. Ich habe hier eine Blumenfarm gemacht, die habe ich von einem Clanmate abgeguckt. Die schmeiße ich mal eben ganz schnell an für euch. Und wie ihr seht, werden jetzt hier die ganze Zeit, ist da unten Bone Meal drin und hier werden sich die ganze Zeit jetzt Blumen vermehrt. So, jetzt mache ich die mal eben schnell wieder aus, sonst überfüllt sich das hier nämlich. Und dann gehen wir jetzt einfach mal einmal hier durch. Und dann seht ihr, haben wir ja schon einige Blumen drin. Wir gucken mal, ob hier unten auch schon was angekommen ist. Ja, hier unten ist auch schon was angekommen. Dann gehen wir jetzt einfach per OH wieder. Das Problem ist halt da, man muss immer wieder mit den Blumen nachfüllen. So, jetzt kriege ich zum Beispiel 8 Orbs dafür und kriege jetzt 10.000 Orbs, ja. Und das war jetzt nicht mal 10 Sekunden, will ich mal behaupten. Und mein erstes Plot geht. Also, das ist jetzt nicht für jeden zugänglich. Ihr müsst eigentlich nur diese Farm bauen. Ich weiß gar nicht, was die mich gekostet hat zum Bauen. Ich bin einfach zu einem zum Imperbot auf CDB 2 gegangen. Ist da, dort ein bekannter Bot. Der spinnt aber auch gerne mal ein bisschen rum. Könnt lieber zu Familybot gehen, finde ich besser. Persönlich, meine Meinung halt, weil Imperbot hat mir meistens öfter schon Sachen nicht zurückgepayt oder hat einfach mir Dinge nicht ausgegeben. Finde ich einfach, ist der von Familybot besser programmiert. Macht ihr einfach, baut ihr das hier nach. Ich kann es auch noch mal ganz kurz von unten zeigen, wie das alles so aufgebaut ist. Wenn nicht, könnt ihr auch einfach zu meinem ersten Pair auf CDB2 gehen, heißt Ingame Black 70 Crazy 2, könnt euch das mit Geomatica kopieren. Und wir machen das noch mal ganz kurz an, wie ihr seht, läuft das hier gerade jetzt erstmal ein paar Sekunden. Das Problem ist, man muss daran wirklich halt immer die ganze Zeit dieses Bone Meal nachfüllen und das ist halt Aufwand. Ja, kann es nicht anders sein. Am besten macht man das zu zweit. Man holt sich hier noch jemanden ran, der einfach sagt: Jo, ich mach das jetzt, ich fülle hier das Bornmeer auf und dann ist gut. Ein bisschen was, die Trichter sind eigentlich nur dazu da, damit hier der Rest reinfließt. Hier kommt normalerweise eigentlich nicht so viel an, unten. Also, wie ihr seht, jetzt können wir wieder zu PROH gehen. Warte mal, PROH. So, jetzt gehen wir wieder dahin. Man kann auch, glaube ich, nur eine begrenzte Anzahl am Tag verkaufen, ja. So, und jetzt habe ich wieder Orbs bekommen. Das waren jetzt in 2 Minuten 20.000 Orbs. Also, ich muss schon sagen, das ist schon recht gut und praktisch. Falls euch dieses kleine Video zu den Orbs gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Abo, Like da lassen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.